Und herzlich willkommen. In dem Video heute soll es darum gehen, dass wir von antiproportionalen Funktionen eine Funktionsgleichung angeben wollen und sie hinterher auch zeichnen sollen. Dazu habe ich uns das Beispiel hier vorbereitet. Ein Auto mit einem Verbrauch von 2 Litern pro Kilometer kommt mit einer Tankfüllung 480 Kilometer weit. Wie weit kommt es dann mit der gleichen Tankgröße, wenn es 4 Liter pro Kilometer verbrauchen würde? Wichtig ist, damit das Video für euch auch Sinn macht, damit ihr es richtig anwendet, stellt immer erst sicher, dass es überhaupt ein antiproportionaler Zusammenhang ist. Also hier ist es so, je mehr wir verbrauchen, desto weniger weit fahren wir. Also rechnen wir mal auch die Fragestellung hier aus. Also wir wissen zum Beispiel, mit 2 Litern kommen wir 480 Kilometer weit. Was ist jetzt aber, wenn wir doppelt so viel verbrauchen würden? Und jetzt kommt dieses antiproportional mit ins Spiel. Das heißt, wenn wir hier mal 2 rechnen, müssen wir auf der anderen Seite geteilt durch 2 machen. Deswegen sagt man auch antiproportional, weil wir genau die Gegenrechnung machen müssen. Also wären es dann 240 Kilometer, die wir weit kommen. Jetzt kommen wir zur Frage A. Geben Sie den Zusammenhang zwischen Verbrauch und Reichweite als Funktion an. Dazu müssen wir im Endeffekt auswendig wissen, diese Funktion oder die Gleichung hat diese Form, also y ist irgendeine Zahl z, die wir finden müssen, geteilt durch x. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir richtig rauslesen, weil hier steht zwischen Verbrauch, x-Wert und der Reichweite y-Wert. Warum das jetzt so wichtig ist, dass wir das so rauslesen können, also zwischen was und was soll die Funktion sein. Jetzt können wir nämlich konkret einfach irgendein Beispiel nehmen oder auch einfach das Beispiel oben aus dem Text nehmen. Also wir haben einen Verbrauch von x gleich 2 Litern und das entspricht dann einem y-Wert von 480 Kilometer. Ich lasse die Einheiten jetzt erstmal weg. Jetzt können wir einfach hingehen und x und y hier einsetzen und dann auch z auflösen, weil das z müsste ich ja bestimmen, um die Gleichung angeben zu können. Also hätten wir dann da stehen, 480 ist gleich z geteilt durch 2, das sind einfach die zwei Zahlen eingesetzt, und jetzt können wir es umstellen, mal 2 und dann haben wir im Endeffekt als Endlösung raus, unser z 960 ist, und dann können wir auch direkt die Funktion angeben, dann ist das y ist gleich 960 durch x. Das könnt ihr auch für alle anderen antiproportionalen Zuordnungen genauso machen. Lest halt bitte erst raus, von was nach was die Abbildung ist. Es ist immer zwischen x und y-Wert. So könnt ihr das aus der Leserichtung herauslesen. Jetzt befassen wir uns mit der B, zeichnen Sie diesen Zusammenhang in einen Graphen ein. Wenn wir diese Funktion greifen müssen, um zu zeichnen, ist es am besten, wir machen folgendes Vorgehen. Wir machen zuerst eine Wertetabelle, dann tun wir uns die Schrittgrößen für die Achsen überlegen und dann tun wir die Punkte einzeichnen und auch verbinden. Was meine ich jetzt hier mit Wertetabelle? Wir haben ja x- und y-Werte und die können wir jetzt in Paare ordnen. Zum Beispiel, wenn ich für x 1 einsetze, habe ich y ist 960 geteilt durch 1, also 960. Wenn ich für x 2 einsetze, habe ich y ist gleich 960 durch 2, 480. Wenn ich für x 3 einsetze, habe ich y ist gleich 960 geteilt durch 3, ist 320. Dafür könnt ihr ruhig Nebenrechnung machen. So, wir machen jetzt erstmal weiter. Und in der Regel empfehle ich, dass wir ungefähr so 6 oder 7 Punkte ausrechnen, damit wir die Kurve halbwegs exakt haben. Ich würde jetzt noch einen Sprung machen und vielleicht noch x10 ausrechnen als nächstes. Jetzt zeichnen wir als nächstes uns erstmal eine Achse. Und dann müssen wir uns jetzt auch die Größen überlegen, die wir hier drauf nehmen. Also warum muss ich sagen, jetzt sowas wie die Größen überlegen? Naja, ihr habt ja nicht unbegrenzt Platz auf eurem Papier, damit was auch immer ihr das abgeben müsst. Das heißt, das Problem ist, wenn ihr jetzt
Hier für die Kilometerangaben 1 Zentimeter gleich eine Einheit wählt, müsstet ihr 69 Zentimeter für die Achse nach oben nehmen. Das schafft ihr ja niemals. Grundsätzlich beschriften wir die Achsen auch. Manche Dozenten legen da Wert drauf, also machen wir es lieber. Y-Achse ist immer nach oben, X-Achse ist nach rechts. Die Y-Achse bei uns ist aber auch die Reichweite. Die ist bei uns in Kilometern. Die X-Achse ist nach rechts und das ist der Verbrauch in Litern pro Kilometer. Jetzt können wir uns überlegen, wir wollen jetzt auf der X-Achse ungefähr 10 Skalenschritte darstellen. Also kann ich mal überlegen, wenn ich jetzt das hier nehme, sollten das jetzt 1, 2 oder 10 sein? Nein, wir nehmen hier 2er-Schritte am besten. 2, 4, 6, 8 und 10. Dann sind nämlich die Zwischenschritte jeweils die anderen Zahlen. Dann nach oben hin müssten wir ja Zahlen von 96 bis 960 darstellen. Also wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir da am Ende ganz oben eine 1000 hätten. Hier. Dann kann ich mir überlegen, wie ich die Zwischenschritte einteile. Und ihr könnt jetzt in 100er Schritten oder in 200er Schritten machen. Ich mache es gerne in 2er Schritten. Das ist aber ehrlich gesagt eine persönliche Präferenz. Das ist kein Schema F, dass ihr das so machen müsst. 200, 400, 600, 800 und da oben hätten wir dann die 1000. Quetschen wir die noch dazwischen. Und jetzt gehen wir im Endeffekt hin und tragen jeden einzelnen Punkt ein. Also wir haben bei 1 ungefähr 960, das ist hier. Dann haben wir bei 2 480, das ist ungefähr hier. Dann haben wir bei 3 320, das ist ungefähr da. Dann 4 240, hier. Na, ein bisschen höher wahrscheinlich. Dann die 592 müsste dann hier knapp unten drunter sein. 660 ungefähr hier. Die 10 ist bei 96, also sagen wir ungefähr hier. Jetzt haben wir die Punkte im Endeffekt. Jetzt verbinden wir die auch noch. Jetzt müssen wir darauf achten, dass das Ganze so schön rundlich wird. Das ist ja nicht hundertprozentig schön, aber machen wir es meinetwegen ein bisschen weiter runter. Wichtig ist, dass die Kurve halt wie so eine Abrundung ist und keinen Knick hat. Voilà. Und jetzt habt ihr es im Endeffekt gezeichnet. Deutet bitte noch in die und die Richtung an, dass die Kurve da auch weitergeht. Vielleicht noch eine extra Frage am Rande, weil ich das häufig dann kriege in dem Kontext. Ja, warum zeichnen wir die Kurve denn jetzt nicht nach in diese Richtung weiter? Naja, das Problem ist, das hier sind ja der Verbrauch pro Liter und das sind ja x-Werte. Hier wäre die 0, x gleich 0. Und in die Gegenrichtung wäre dann minus 1. Aber macht es Sinn, dass ein Motor minus 1 Liter pro Stunde verbraucht, dann wird er ja Benzin produzieren und das tut er ja nicht. Das heißt, wir zeichnen in diesem Kontext diese Kurven nur im rechten Bereich. Ich hoffe, du konntest in dem Video was mitnehmen und was lernen. Das habe ich gerne gemacht. Hier ist noch eine persönliche Nachricht von mir. Lass dir von keinem Menschen erzählen, dass du irgendwas nicht kannst. Lass dir von niemandem erzählen, dass du zu dumm für irgendwas bist. Mathe ist kein Rätsel mit 1000 Siegeln. Mathe kann man lernen und du bist gerade genau dabei, das zu tun. Auch wenn man die Dinge am Anfang nicht kann, das ist nur eine Frage der Zeit, dann kannst du die. Wenn du Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Wenn du jemanden kennst, der gleich im gleichen Thema wie du hockst, dann kannst du das Video auch gerne teilen. Wenn du noch irgendwelche Anstöße für Themen hast oder Sachen, zu denen du gerne Videos hättest, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, glaub an dich, du kannst das alles.